da guckst du. Hallo Jente. Wo sind die anderen? Hallo Lana. Oh, keine Angst. Winter schläft noch. Hallo Winter. Hallo. Hallo. Oh, nicht erschrecken. Ich filme nur. Nee, ne? Das ist nicht für dich. Du hattest eben schon. Das sind meine Flocken. Sei nicht immer so verfressen. Oh, Leute, ich sag euch. Schafft euch nie einen Pock als Haustier an. Die fressen alles auf. Hallo, meine Lieben. Ich freue mich sehr, ich darf bei der Foto-Challenge von Till und seinem Vlog und Alltagsvlog mitmachen. Ja, vielen Dank an euch, dass ich mitmachen darf. Und der heutige Vorschlag mit den meisten Stimmen kommt von Holger. Und zwar, dass man das Bild American Gothic nachstellen soll mit seinem Partner. Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon längere Zeit keinen Partner oder festen Freund. Und ich habe einige Freunde und Bekannte, also einige männliche Freunde und Bekannte, die aber aus bestimmten Gründen das nicht mit mir machen können oder wollen. Und ich wollte dann auch nicht das Bild mit irgendjemandem so machen, der mir nichts bedeutet. Und ja, ich habe dann erstmal nachgeguckt, was das Bild darstellen soll. Und da stand, dass das ein Mann ist, eventuell mit seiner Ehefrau oder vielleicht auch mit seiner unverheirateten Tochter. Und dann dachte ich, oh, wenn das so ist, kann ich das Foto ja auch mit meinem Vater machen. Ja, jetzt ist es leider so, dass mein Vater, als ich 13 Jahre alt war, an Krebs gestorben ist und dass ich das Bild jetzt so gebastelt habe mit so einer Fotomontage. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht und es ist auch vielleicht nicht so gut, wenn ich das erste Mal jetzt mitmache und dann gleich so eine Extrawurst fahre. Ja, aber ich wollte unbedingt gern mitmachen und ja, also habe das dann eben so gemacht und ja, nächstes Mal halte ich mich auch an die Regeln. Ja, ich zeige euch das Bild jetzt mal. Jetzt ist das auch noch unscharf, so ein Mist. Naja, ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, also die Montage ist natürlich auch sehr schlecht, ich weiß das. Aber ich wollte, wie gesagt, trotzdem mitmachen und das Bild bedeutet mir auch viel. Ja, und ich hoffe, ihr könnt mir das denn das erste Mal nachsehen und dann, ja, demnächst werden dann meine Bilder hoffentlich besser. Na komm schon, stell scharf. Naja, will nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich das Bild auch für mich gemacht und
Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Und ja, ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden. Ja, und ich habe noch ein paar andere Bilder mit Gegenständen gemacht und ja, da habe ich mich aber an die Regeln gehalten. Also die Bilder habe ich alle selbst gemacht mit verzögerten Auslöser. Und ja, wie gesagt, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Bilder zu machen. Na, mit meinem Gesicht, das ärgert mich jetzt irgendwie. Das ist so hell, das kann man gar nicht richtig zeigen. Hier das. Oh, eine Schlange. Ja, ich werde jetzt mal den Donut essen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.